bin Lilly Fischer und ich bin Erstwählerin. Am 15. April diesen Jahres darf ich das erste Mal meine Stimme nutzen, um den neuen Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin für unsere Stadt zu wählen. Und wahrscheinlich geht es dir wie mir als Erstwählerin und du hast einige Fragen zu dieser Wahl. Muss ich wählen gehen? Nicht wählen ist Stimmverlust. Deswegen empfehle ich ganz persönlich, unbedingt zur Wahl zu gehen. Wen sollst du wählen? Wem du deine Stimme gibst, das entscheidest du natürlich ganz persönlich. Achte bei den Wahlprogrammen meiner Empfehlung nach ganz besonders darauf, wie konkret ist das Konzept des Kandidaten? Wie konkret ist vor allem das Konzept für die Sanierung von Schulen in Erfurt? Was unternimmt der Kandidat für günstigen Nahverkehr? Und wie konkret sind die Vorstellungen für die Jugendbeteiligung in Erfurt? Vor allem ist aber auch wichtig, dass du vielleicht mal auf Social Media Accounts guckst, wie aktiv die Kandidaten dort sind und wie sie dir vielleicht auch von der Persönlichkeit her gefallen. Ich glaube, ein Oberbürgermeister sollte nicht länger als 2 Amtsperioden in Erfurt aktiv sein. Das ist ähnlich wie in den USA, wo ja beispielsweise ein Präsident auch nur 2 Amtsperioden aktiv sein sollte. Und jetzt habe ich ganz viel von einem Oberbürgermeister gesprochen, doch wäre es nicht viel interessanter und vor allem auch etwas ganz Neues, wenn einmal eine Frau an der Spitze unserer Stadt stehen würde. Wie kann ich wählen und wo kann ich wählen? Etwa 4 Wochen vor der Wahl bekommst du deine Wahlbenachrichtigung direkt nach Hause. Auf dieser steht auch, wo du wählen gehen sollst, nämlich in dem Wahllokal, das meist direkt bei dir um die Ecke ist. Dort kannst du am Wahltag, also dem 15. April, deine Stimme abgeben. Wenn du nicht an diesem Wahltag in Erfurt bist, dann solltest du vorher schon deine Stimme abgeben. Das kannst du vor allem im Rathaus machen und dort die schöne Atmosphäre genießen. Habe dazu unbedingt 2 Sachen dabei. Zum einen deinen Personalausweis und zum anderen deine Wahlbenachrichtigung. Ohne diese darfst du deine Stimme nicht abgeben. Und wer gewinnt die Wahl? Es gewinnt der Kandidat, auf den mehr als die Hälfte der Stimmen fallen. Sollte am 15. April keiner der Kandidatinnen und Kandidaten 50% erlangen, so geht es in die Stichwahl für die 2 besten Kandidatinnen oder Kandidaten. Diese würde am 29. April stattfinden. Dort musst du wieder mit deiner Wahlbenachrichtigung und deinem Personalausweis das Wahllokal aufsuchen, um noch einmal deine Stimme abzugeben und die endgültige Entscheidung zu treffen. Du entscheidest mit, was in den nächsten 6 Jahren in unserer Stadt passiert. Geh zur Wahl, deine Stimme zählt.